Einen herzlich willkommen. Hier ist euer Bierleidenschaft. Ja, heute habe ich was Besonderes hier auf dem Tisch. Und zwar aus dem Ortenaukreis. Genau, das habe ich von der lieben Nadine bekommen. Und es handelt sich diesmal um einen Misch. Also ist ein Mischbier. Und zwar die Richtung vom Geschmack soll nach Honig schmecken. Und der Honig wurde selbst, ja, wie nennt man das, hergestellt. Und das soll ein Tannenhonig sein. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie schmeckt. Deckel ist auch bedruckt. Ich finde ja immer schön, wenn es bedruckt ist. Und ja, also guck mal. Hier, so sieht es aus, die Flasche. Und ja, mir hängt auch eine Biene drauf. Sehr cool. Und das testen wir jetzt. Und das Design sieht auch cool aus. Auf jeden Fall. Cooles Design. Genau, ich habe mein Testglas ausgespült und dann machen wir mal auf. Oh ja, Bierdampf kommt raus. Ah, oh, das riecht aber gut. Oh ja, hab Lust drauf. Hier ist der Deckel, wo bedruckt ist. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen mal zum Wohle. Schön. Schöne Farbe. Hat's auf jeden Fall. Ja, Mama halber voll. Und ja, sieht gar nicht mal schlecht aus. Meint man gar nicht, dass das ein Honigbier ist, aber das ist ein Honigbier. Ja, machen wir einen Finger breit von der Blume. Toll, dass die Blume da ist. Und ja, bleibt auch am Glas haften. Das ist auch sehr, sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns schmecken. Sage ich jetzt mal Prost miteinander. Zum Wohl. So ein bisschen sauerlicher Geschmack kommt raus, ein bisschen bitter. Ich habe jetzt mal einen ganz kleiner Schluck genommen. Sehr, sehr dünn ist das Bier. Habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten, den Honig rauszuschmecken. Hat auf jeden Fall einen ganz minimalen Bittergeschmack drin. Ja, sonst bin ich zufrieden.
mein Bier. Ja. Vielen Dank für das Kosten. Und vielen Dank an Nadine für das Bier. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Biertest. Bis dann, deine Bierleidenschaft. Tschüss.